Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Frostpunk. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und es wird noch kälter. Leute, wollt ihr mich verarschen? Minus 50. Minus 50. Ah, wird sinken. Okay, es wird nochmal sinken, das ist gut. Sinken ist gut. Gut für uns, damit können wir vielleicht ein bisschen was reißen. Heizung ist ausgefallen, Generator ist aus. Ja, das weiß ich auch. Hoffnung und Unzufriedenheit, das läuft. Ja, wie gesagt, wir stecken in massiven Problemen. Wir haben keine freien Arbeiter gerade. Das ist... Ich würde ganz gerne Außenposten errichten und so weiter, aber es ist momentan nicht vergönnt. Hier kann ich es nicht wegmachen. Wir brauchen das. Schon wieder ein Einwohner gestorben. Sieht's aus. Können wir denn... Gefängnis können wir bauen. Das Gefängnis können wir jetzt bauen. Gut, das nehmen wir. Von mir aus, die Gefängnisinsassen können von mir aus frieren, das ist mir egal. Das interessiert mich ja nicht wirklich. Ich versuche mal irgendwo was wegzunehmen. Den Generator können wir jetzt wieder anschalten. Bisschen Wärme wieder rankriegen hier. Aber auch nicht viel, ne? Das ist der Burner. Kriegen wir nicht hochgepusht. So, lass sie mal ein bisschen anlaufen hier. Schon wieder ein Einwohner gestorben, ey. Du wirst bekloppt bei, ganz ehrlich. Leute sterben hier wie die Fliegen. Können die auch gerade nicht versorgen. Wir müssen echt... Ich hoffe, dass das mal bald hier zu Ende geforscht ist, damit wir da mal weitermachen können. Baracke. Warte mal ganz kurz. Können wir denn nochmal was bauen? Nahrungsmittel, ja. Da brauchen wir auch mal was. Fliegende Jäger. Nehmen wir hin. Kümmere dich um die Kranken. Öffne eine Sanitätsstation. Haben wir doch. Oder? Hier ist das Speisehaus. Vorarbeiter anstellen. Werkstatt. Vorarbeiter, da muss auch was passieren. Treibhaus. Meer. Wirtshaus. Hier ist gar nichts, wir haben keine Leute. Rohstoffdepot. Sanitätsstation. Wie sieht's hier aus? Patrouille. Schick mal los. Ein Einwohner wieder gestorben. Ey, es ist eine Stunde übrig. Speisehaus. Heizkörper. Wirtshaus können wir nichts machen. Aufrüstung für die Sanitätsstation, das ist gut. So, hier haben wir aber leider keinen einzigen Menschen. Eine Wutrede. Sir, unsere Wachen melden, dass ein Mann vor einer kleinen Menschenmenge eine leidenschaftliche Rede hält. Er beschuldigt sie, uns alle versklaven zu wollen. Unsere Captains oder Captain will, dass ihr zufrieden seid, unwissend und unter Kontrolle. Wisst ihr noch das neue Armenrecht? Die Armenhäuser, so leben wir jetzt. Wir sollten arbeiten und den Mund halten, aber es ist noch nicht zu spät. Die Hoffnung sinkt leicht, die Unzufriedenheit steigt. Oh Gott, wir müssen was machen. Technologie. Verdammt, da brauchen wir Holz. Ich brauche das Krankenhaus. Ich brauche das Krankenhaus. Haus, da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Jetzt hier aus. Der Automaton holt, das ist okay. Hier würde ich gerne, da fehlen mir aber die Ressourcen. Kann ich gerade nichts machen. Und hier kann ich keine Leute ransetzen gerade. Es ist. Hier passiert auch nichts.
In der Fabrik, die habe ich gerade nicht. Okay. Kohlegenerator. Wachstation. Treibhaus. Ah, verdammt. Außenpostendepot, das haben wir ja schon. Können es nur gerade noch nicht nutzen. Da, Gesundheit. Krankenhaus, können wir es jetzt? Nein, es fehlt immer noch an Holz. Ein Holz und jetzt geht schon wieder die Kohle runter. Übelst. Kommt, Leute. So übel, das gibt's echt nicht. Mann, 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 Leute, holt ran hier. Kinder! Mehr! So, jetzt können wir zumindest uns das Krankenhaus mal holen. Vielleicht kriegen wir dann die Verletzten alle wieder irgendwie in den Griff. Baue ein Gefängnis. Ja, das haben wir ja. Aber wir haben nichts den anschmeicheln können. Ja. Ich weiß, es tut mir leid. Ich kann noch nichts machen, Freunde. Und jetzt ist die Kohle schon wieder weg. Ich habe so viel Zeugs. Aber... es ist unglaublich. Notfallschicht. Ja, auf dem Friedhof beginnt eine Beerdigungszeremonie. Ganz toll. Was ist denn das hier? Kohlehaufen. Kohlesägewerk. Da arbeitet der Automatron. Okay, das ist ja in Ordnung. Hier sammeln die Kiddies. Schon wieder ein Bewohner gestorben. Hier passiert ja gerade nichts. Wir haben nicht die Leute. Ist okay, sag ich mal. Wir haben auch nicht die Ressourcen, um dann weiter ein Automatron zu bauen. Speisehaus, zwei Stück. Gefängnis. Setzen wir die mal hier rein. Das Gefängnis ist eröffnet. Du hast bewiesen, dass dein Versprechen von erhöhter Sicherheit und Ordnung nicht nur Schall und Rauch war. Die Hoffnung steigt. Finde ich gut. Wenigstens etwas. Dampfstahlwerk. Das ist okay. Mhm. Oh. Leck. Wieder ein Einwohner gestorben. Es ist so abartig. Speer sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. Du kannst die Speergruppe bei der Signalstation auflösen oder sie zurück ins Frostland schicken. Und sie haben gut Holz mitgebracht, das ist gut. Wir schicken die natürlich wieder raus. Wir müssen gucken, wo es weitergeht. Fischerdorf, da können wir dann was abbauen. Oder warte mal. Können wir jetzt eventuell die einen Vorposten bauen lassen, damit wir kontinuierlich was bekommen? Drei Arbeiter, wa? Ich brauche noch Ingenieure. Ich guck gerade mal, wo wir was abzwacken können. Damit wir die hier losschicken können. Wie viel brauchen wir denn da? Kann ich echt nicht sehen, wie viele Arbeiter wir brauchen. Kinder. Warte mal ganz kurz. Wir ziehen mal hier die ganzen Arbeiter ab jetzt. Jetzt können wir. So, was brauchen wir als erstes? Wir brauchen... das ist Tesla City. Das ist ein Fischerdorf. Da wäre Nahrung.
Brücke nach Winterheim. Winterheim. Kohlemine. Kohle. Kohle. Wir brauchen kontinuierlich Kohle. So, gut. Damit haben wir die. Leider haben wir jetzt kein Speerteam. Oder? Nee, das ist jetzt... Was ist das? Sind das jetzt die Speer oder sind das... Nee, die gehen dahin, die sind da. Achso, nee, das ist in Ordnung. Die gehen jetzt zur Dreadnought Außenstelle. Okay. In Ordnung. Damit haben wir die, sind die unterwegs und sind beschäftigt. Jetzt hier aus. Wohl ran. Ja, ich weiß. Wieder einer gestorben. Aber wenn wir da kontinuierlich bekommen und uns die nicht weiter kümmern müssen, ist das, glaube ich, vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass wir die ranholen. Jedenfalls, Holz haben wir jetzt genug. Das ist okay. Jetzt aus mit Forschung. Da ist er noch dabei, ne? Ja. Forschung sind sie noch dabei. 4 Einwohner gestorben. Super, ganz toll. Das ist so übel. Dein Generator fährt mal wieder runter. Ich lass schnell laufen. Londoner gewinnen wieder. Zusätzliche Leute. Das ist schon schlecht. Freizeit müsste gleich wieder rangehen. Ja, komm schon. Pflegeheim zu kalt, ey, ja. Komm schon, Leute. Freizeit. Der Generator ist aus. Ja, jetzt kommt wieder ein bisschen was ran. So, jetzt wird geforscht. Bewohner sterben wie die Fliegen. Kohle kommt ran. Ich ignoriere es jetzt einfach mal momentan. Bleibt mir eh nichts anderes übrig. Eine entrüstete Frau. Sir, unsere Wachen haben diese Frau gemeldet, weil sie auf ihren Patrouillengängen attackiert hat. Sie hat sie beschimpft und mit ihren Fäusten auf sie eingeschlagen, als sie sie herbrachten. Ich wäre auch von selbst gekommen, sagte die Frau. Diese Schweinehunde belästigen mich Tag ein, Tag aus und ich bin es leid. Sagen, sie müssen überprüfen, ob alles in Ordnung ist, aber das ist nur eine Ausrede, um mir nachzustellen. Die Hoffnung sinkt. Die Hoffnung steigt leicht ein. Die Hoffnung steigt an. Gut, geben wir den mal so ein bisschen. Wie lange braucht ihr noch? Eine Weile. So, der Generator. Anfischen. 77, vielleicht können wir ja gleich einen Automaton noch weiter bauen. Das wäre nämlich sehr wichtig. Auch wenn uns unsere Leute hier krepieren wie sonst was. Schon wieder ein Einwohner. Wir müssen gleich das Krankenhaus bauen. Da müssen mindestens 5 Einwohner verfügbar sein. Haben wir nicht. Komm, 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 komm. Ja, ich weiß. Okay, jetzt haben wir das Krankenhaus. Das ist gut. Ich glaube, das wurde auch mehr als Zeit. Dass wir das mal in Angriff nehmen. Können wir das hier irgendwo rüberpflanzen? Sieht nicht danach aus. Aber wir können zumindest dann vielleicht mal so eine Sanitätsstation wegmachen. Haben noch gut Dings. Das heißt, wir können dann auch vielleicht noch ein Automaton bauen. So, Kohlemine. Hier kann ein Außenposten errichtet werden, der ungefähr 800 Kohle alle jeden Tag ballert. Na, den nehmen wir auch. Oh, sehr gut. Damit kriegen wir gut Kohle. Wie weit bist du noch? Du bist noch sehr weit weg.
So, jetzt gucken wir mal hier, dass wir vorankommen. Werbedämmung für Gesundheitswesen. Jagdtaktiken. Jagdhütten beschäftigen weniger Leute. Minus 5 Arbeiter. Wir haben doch gar keine Jagdhütten mehr. Sei denn, es fliegt als fliegende Jäger. Okay. 69. Rohstoffe, Thermostat für Holzkohlemeiler. 33 mehr Kohle. Sammelstellen werden wärmer. Sägewerk. Dampfsägewerk wäre auch eine gute Sache. Kohleabbau. Industrie, leichte Speerschlitten. Das ist wichtig, damit unsere Speer schneller sind. Ja, wie sieht's aus hier? Warten auf Arbeiter, okay. Wenn wir jetzt natürlich die ganze Kohle immer pro Tag bekommen, dann können wir hier auch ein bisschen smoothiger machen, sag ich mal. Dann können wir auch Leute abziehen. Wäre schon eine gute Sache. Ja, wieder ein Einwohner, ist klar. Wie sieht's denn hier aus? 6 Tage, ey. Das kann doch nicht sein. Ja, ich weiß. Freizeit. Hm, 5 Stunden übrig. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir die Leute hier weg. Nehme ich jetzt hier raus aus der Sammelstelle und packe die hier rein. Außer Betrieb. Keine Arbeitskräfte verfügbar, habe ich doch rausgenommen. Ach, ich brauche Ingenieure. Na toll, ich brauche Ingenieure. Gucken wir, ob wir irgendwo Ingenieure haben. Sieht echt schlimm aus. Da ist nichts. Das ist zurzeit außer Betrieb. Da kann ich doch eigentlich, wenn wir den außer Betrieb haben, kann ich die doch mal wegnehmen. Die zwei Dinger. Und mal umbasteln. Okay, das ist das. Speer, noch einen zweiten rausschicken. Der muss hier irgendwie weiter erkunden. Es muss weiter vorangehen. Schick den dahin. Gut, das ist das. Jetzt muss ich die Ingenieure hier reinkriegen. Das heißt, wir müssen mal umbasteln. Hier sind Arbeiter, Ingenieur. Ein rein. Hier ist nix. Sanitätsstation, die können wir doch dann eigentlich wegziehen. Und hier mal reinbauen. Ich glaube, das ist besser. Rohstoffdepot, Sanitätsstation. Raus. Und den hier vollballern. Na, Patienten auf dem Weg zur Behandlung. Ja, jetzt kommen sie ja nämlich alle an. Vielleicht kriegen wir es jetzt doch in den Griff. Wäre ultra wichtig. Wirklich ultra, ultra wichtig, dass wir das hier gewuppt bekommen. So, die Hütte. Dann brauchen wir noch Leute in der Fabrik. Wir müssen echt mal ein bisschen umdisponieren. Fabrik, hier ist momentan nichts drin. Haben auch gerade keine Leute, das ist auch so übel. Gut, wir geben mal wieder Gas. Ich warte auf die Kohlelieferung, die eigentlich auch mal rankommen müsste. Hoffe ich mal. Wie sieht's aus hier, mein Bester? Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Akuter Handlungsbedarf. Cap
Fakten. Unsere Einwohner haben sich zum Protest versammelt. Die Anzahl der unbehandelten Kranken steigt weiter, aber sie scheinen das Problem zu ignorieren. Ich öffne sofort ein Krankenhaus, das haben wir doch. Um ein Drittel der Kranken behandeln zu lassen. Ja, wir probieren es, ne? Also wenn die hierher sind, müssten die ja eigentlich laufen. Auf dem Weg, hier sind alle hierher. Theoretisch sollte es klappen. Wieder ein Einwohner gestorben. Ich werde bekloppt. Das gibt's doch gar nicht. Neues Gesetz. Gewalt als Übersetzungsmethode, Überzeugungsmethode. Die Insassen, das ist eine direkte Art und Weise zu verdeutlichen, wird die Wiedereingliederung in die Gesellschaft beschleunigen. Neue Fähigkeit, Gewalt als Überzeugungsmethode im Gefängnis, verringert die Zeit, die Gefangene im Gefängnis verbringen. Gefangene können verletzt werden oder sterben. Die Unzufriedenheit steigt. Das ist schlecht. Was ist mit dem hier? Strategisch platzierte Lautsprecher werden die Bürger in die Wichtigkeit ihrer Arbeit erinnern und ihre Effizienz erhöhen. Na, das machen wir doch mal. Die Agiatoren. Gucken, was die Dinger kosten. Fabrik, Außendepot, Stahlwerk, Kohle, Dampf. Gesundheit, Einwohner. Und wo soll ich die Dinger jetzt bauen? Fragezeichen. Baue 3 Agiatoren. Propaganda, hier kann ich es nicht bauen. Wachturm, kann ich es nicht bauen. Ich guck gerade. Wenn wir das bauen können. Wirtshaus, Friedhof, nein. Pflegeheim, Nahrungsmittel, nein. Rohstoff ist es auch nicht. Signalstation, Außenposten, Fabrik. Ah, hier ist es doch. 10 Holz, 10 Stahl, okay. Wir brauchen die Leute, damit die hier mehr produzieren. Einen da. Hier muss was passieren und überall, wo halt produziert wird, sollte was passieren. Nehmen wir das hier noch mit. So, ich hoffe, dass es was bringt. Lasse laufen. Wo bleibt meine Lieferung? Wo bleibt meine Kohlelieferung? Es ist wieder kalt. Wo bleibt meine Kohlelieferung? Dann erwarte ich halt noch, dass das hier mal passiert. Schön wär's. Komm schon, Leute. Behandelt die Leute. Wir brauchen Kohle. Freizeit. Ja, jetzt haben wir wieder Essensprobleme. Das ist so zum Mäusemelken. Ja, Londoner gewinnen wieder an Dings. Das Wirtshaus. Ah, okay. Jetzt ist wieder da. Lieferung kam. Hier ist nix. Hier ist nix. Guck mal ganz kurz. Minus 50. Schon wieder ein Einwohner ist gestorben. Speisehaus. Mach mal an hier. Noch ein Speisehaus. Werkstatt. Schmeiß an den Fisch. Holz sieht gut aus.
Kohle sieht momentan jetzt auch gut aus. Müsste reichen, um zumindest mal kurzfristig über die Runden zu kommen. Ich hoffe mal, dass sie hier mal ein bisschen Gas geben, die Jungs. 5. 3,5 pro Stunde. Oh, es ist so... so böse. Ja, komm, schmeiß mal an hier. Ist kalt. Agiatoren gebaut. Die ersten Agiatoren nehmen ihren Betrieb auf. Deine ermutigen Worte erreichen nun mehr Einwohner. Die Hoffnung steigt. Sehr gut. Und meine Hoffnung steigt auch, dass es euch nämlich gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Wir sind für heute erstmal durch. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen, wenn es gefallen hat. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin sage ich erstmal, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von der Gaming.tv. Bye, bye.